Neues Palais. Das neue Palais ist das größte Bauwerk im Parc Sanssouci. Es wurde von 1763 bis 1769 nach Plänen Johann Gottfried Bühring, Heinrich Ludwig Manger und Karl von Gontard am westlichen Ende der Hauptallee im Parc Sanssouci auf Wunsch Friedrich II. Errichtet. Das gewaltige Schloss mit hoher Tambourkuppel diente Friedrich II. Vornehmlich der Repräsentation und als Gästeschloss. Er selbst hat dort so gut wie nie gewohnt. Von den 200 Schlossräumen können etwa 60 besichtigt werden, darunter der Grottensaal, die Marmorgalerie und Gästeapartments. Im Südflügel des neuen Palais befindet sich das Schlosstheater, das auch heute noch als Spielstätte dient. In der auch heute noch im Winter kälteempfindliche Pflanzen aufbewahrt werden, entstand 1851 bis 1864 als letztes Gebäude im Parc Sanssouci. Auf Wunsch Friedrich Wilhelm IV. Wurde es nach italienischem Vorbild errichtet. Pläne dazu stammen von Ludwig Persius und Friedrich August Stiller. Im Raphaelsaal, dem Hauptraum des Schlosses, sind knapp 50 Kopien nach Werken Raphaels ausgestellt. Schloss Sanssouci war der Lieblingsort von Friedrich dem Großen. Er diente ihm als Sommerresidenz und Lustschloss, in dem er vor allem sein Privatleben genießen wollte. Das Schloss wurde von 1745 bis 1747 von Georg Wenceslaus von Knobelsdorf nach Vorstellungen und Skizzen des Königs errichtet. Es gilt als Hauptwerk deutscher Rokoko-Architektur.
Da wo ich die absolute Wahrheit sage, dann sind wir Kinder. Herzlich willkommen im Schiffsrestaurant John Barnett. Leben Sie Geschichte und gehen Sie über knarrende Schiffsplanken. Genießen Sie die Atmosphäre und lassen Sie sich verwöhnen. Sie finden hier ein Restaurant für jeden, der gutes Essen und Trinken zu moderaten Preisen zu schätzen weiß. An Deck können 100 Gäste die Aussicht genießen. Im Inneren des Schiffs finden 80 Gäste Platz, 25 weitere in der Captain's Lounge. Das Restaurant hat ganzjährig von täglich 11 bis 24 Uhr geöffnet. Veranstaltungen für jeden Geschmack, von Kabarett bis Rock und Pop, sowie natürlich Seemannslieder, werden jeden Donnerstag um 20 Uhr präsentiert. Hallo, ich sehe, Sie kommen gerade aus dem Schiffsrestaurant John Barnett. Wie war es denn? Hat es geschmeckt? Wir waren rundum zufrieden. Essen war super, Bedienung sehr, sehr freundlich und die Aussicht also nicht zu toppen. Und übrigens, auch für alte Seebären gibt es das Seemannsgericht Lapskaus. Wir laden Sie ein. Kommen Sie in die Schiffbauergasse, ins Schiffsrestaurant John Barnett.